Die deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin ist in New York zu einer Haftstrafe von 4 bis 12 Jahren verurteilt worden. Die 28-Jährige hatte sich in der High Society von Manhattan Leistungen im Wert von mehr als $200.000 erschlichen. Das Gericht ordnete zudem an, dass Sorokin fast $200.000 an Geschädigte zurückzahlen muss. Dazu kommt eine Geldstrafe von $24.000. Sorokin kann frühestens nach 4 Jahren auf Bewährung aus dem Gefängnis kommen. Darüber wird ein Gremium entscheiden. Die Hochstaplerin hatte sich 2016 und 2017 unter Manhattans Schickeria gemischt und sich als schwerreiche Millionenerbin dargestellt. Ursprünglich stammt Sorokin aus Russland. Im Alter von 16 Jahren war sie nach Deutschland gezogen, wo sie in Eschweiler bei Aachen zur Schule ging.